Der Wille strebt das eine Ziel an, das Herz unmerklich ein anderes. Ja, okay, gut. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück bei Pathologic. Durch Variabilität und Wechselhaftigkeit, die die Welt scheinbar bestimmen, treffen bestimmte Ereignisse aufeinander. Ja, okay, gut. Schön, dass Sie gekommen sind. Welchen Eindruck hat das Militär denn auf Sie gemacht? Haben Sie Alexander den Großen gesehen? Ist er pfiffig? Wie steht es um seine Fantasie? Sinn für Humor? Seien Sie bitte ehrlich zu mir. Das ist sehr interessant. Warum will sie das alles wissen? Aber warum? Ich verfolge dieselben Interessen. Ich überprüfe meine Theorie über die Wege der Vorsehung. Sie wissen, dass ich etwas von einer Fatalistin habe. Sorry, ich musste gerade... Ich habe dafür eine Liste geplant und ich brauche Ihre Hilfe. Währenddessen ersparen wir der süße Lisa den Ärger und retten wahrscheinlich das unschuldige Leben. Was? Währenddessen ersparen wir der süßen Lisa? Es gibt eine Lisa hier? Den Ärger und retten wahrscheinlich das unschuldige Leben. Wirklich? Ich erinnere mich nicht so gut an den Wesenszug dieser Theorie. Wahrscheinlich habe ich etwas verpasst. Ich sage einfach mal wirklich. Das ist die Intrige. Lara Ravel? Ich glaube, ich habe am Anfang immer Lara Raven gesagt, oder? Egal. Lara Ravel hat zu verstehen gegeben, dass sie den General töten möchte. Aber das Schätzchen ist so naiv. Sie ist eine nichtsnutzige Verschwörerin. Die halbe Stadt weiß schon, dass sie auf der Suche nach einer Pistole ist. Jeder sagt natürlich Nein zu ihr. Das sind mal Neuigkeiten. Die Intrige geht weiter. Der General hat einen anonymen Brief erhalten, dass ein Mordanschlag vorbereitet wird und folgendes Gerücht lag der Mitteilung bei. Wenn es eine Frau ist, bringen sie sie nicht um, sondern sperren sie sie ein, denn sie hat eine Spielzeugwaffe. Das verstehe ich nicht. Worin liegt da der Sinn? Und woher wissen sie von dem anonymen Brief? Oder wahrscheinlich sind sie die Verfasserin? Das verstehe ich nicht. Worin liegt da der Sinn? Ich sage das hier mit dem Brief. Warum glauben Sie, dass ich das bin? Überhaupt nicht. Es gibt eine Person, die in dieser Angelegenheit übereifrig ist. Mit den besten Absichten natürlich. Tatsächlich handeln alle, die in dieser Geschichte involviert sind, mit den besten Absichten. Einschließlich der Denunziantin. Ich bezweifle, dass sie mich davon überzeugen. Block ist ein Edelmann, das ist überall bekannt. Im Tausch gegen die Unantastbarkeit der Person versprach die Verfasserin des anonymen Briefes, den Namen des Rebellen preiszugeben, so dass sie nicht jeden verdächtigen. Ich denke, sie werden jetzt nicht übermäßig zornig, wenn ich ihnen sage, dass Anna die Verfasserin der Denunzierung ist. Schocken! Nein, seien Sie nicht so streng zu ihr. Sie ist eine Schauspielerin, ein Kind, auch wenn sie einen wunderlichen Einfall in ihrem Kopf hat. Der Anschlag wird nicht erfolgreich sein, weil das Militär vorbereitet ist und die Waffe, bei der Anna zugestimmt hat, sie Lara zu geben, nicht schießen wird. Sie werden Lara wie eine Geistesgestörte behandeln. Sie wird dann unter Hausarrest gestellt. Welchen Plan haben Sie? Welches Interesse hat sie daran? Nein, Julia. Es sieht aus, als würde sie pfuschen. Welchen Plan haben Sie? Der General würde gern wissen, wer diese Frau ist. Sagen Sie ihm, dass ich es bin. Und jede weitere Frau, die kommt, selbst wenn sie eine Spielzeugpistole hat, ist einfach ein kleiner Dummkopf und eine Betrügerin, die mich retten möchte. Sie sollen mich unter Hausarrest stellen. Das muss sein. Ich sage Ihnen noch nicht, warum. Denken Sie, dass Block mir glaubt? Unter Hausarrest? Und was, wenn Sie
sie erschießen. Wer? Der Vektor an der Furt? Jetzt hören Sie aber auf. Vor denen habe ich keine Angst. Seien Sie eine Fatalist, weil Sie eine Fatalistin sind und sich vor dem Tod nicht fürchten, richtig? Julia, lügen Sie nicht. Es ist gefährlich. Es ist der beste Weg. Sie werden Lara nicht aufhalten. Ich kenne sie. Sie wird die Pistole finden. Was Anna angeht, sie könnte das Allheilmittel von Anna... Sie könnten das Allheilmittel von Anna bekommen. Sie war diese dritte Person. Ich weiß nicht. Es sieht zu albern aus. Machen Sie sich keine Sorgen. Niemand wird leiden. Jeder wird gewinnen. Einschließlich Ihnen, weil ich Ihnen die Flasche mit dem Allheilmittel übergebe. Ich brauche es nicht. In Ordnung, Sie haben mich überzeugt. Ich denke, ich werde zuerst mit Anna sprechen. Es kommt mir so vor, als würden Sie sie zerstören. Nicht bevor ich mit Lara gesprochen habe. Das sieht alles zu einfach aus. Wir müssen als nächstes zu Annas Haus. Soll ich das sagen? Ach, was soll's. Lara versucht zu morden. Julia spielt mit dem Schicksal. Julia will Lara vor dem Schlag befreien, aber sie arrangiert es so, dass es wie voll Wohlwollen wirkt. Oder spielt sie wirklich mit dem Schicksal? Ihr Plan ist einfach. Sie will dem General sagen, dass sie der unbekannte Rächer ist und dann einen Platz in der ersten Reihe einnehmen. Okay. Also damit ich richtig verstehe, wir sollen dem General sagen, Julia sei die, die erwähnt wird. Ihm aber auch sagen, dass... Wie war das? Moment. Jetzt müssen wir hier rüber. Ihm aber auch sagen, dass jede weitere Person, die kommt, eine Betrügerin ist, solange sie eine Spielzeugpistole dabei hat. Oh, sehr gut. Kaufen. Solange sie eine Spielzeugpistole dabei hat und sie soll nicht umgebracht werden, sondern nur wie eine Irre abgestempelt werden. Nee. Lassen wir das. Ich habe eigentlich das mit dem Rufsystem immer noch nicht verstanden. Also, der Rufsystem hat uns bis jetzt noch nichts gebracht. Oder nicht gegen uns. Gut, hier sind wir in einem sicheren Gebiet, okay. So. So, die Flaschen auffüllen, die ich gesammelt habe. Schnell hier runter. Mit dem Typ hier quatschen und Virinium kaufen. Zwei für einen schnelleren Schlaf. Hast du was zu sagen? Ich habe meinen letzten Tanz getan. Nee, sagt immer wieder das Gleiche. Okay. Dann möge es so sein. Und eigentlich sollte ich keine Zeit verschwenden. Oh, ich wollte auf die Zeit... Eineinhalb Stunden. Was macht der Typ da? Gott sei Dank. Okay, rein mit dir. Danke. Diese Person ist erkrankt. Nein, machen Sie sich keine Vorwürfe. Sie trifft keine Schuld. Einer Ihrer rivalisierenden Kollegen hat es übersehen. Oder es war Marcel. Wie auch immer. Zutritt ist verloren. Quarantäne, eine traurige Wache. Kann man ihr nicht helfen? Na, bestens halten Sie weiter Wachen. Kann man ihr nicht helfen?
Er ist ein gewöhnlicher Mann, auch wenn er zu den Anhängern zählt. Er kann geheilt werden, wie jeder andere auch. Sie sind doch hier der Arzt. Sie müssten es besser wissen als ich. Okay, ich überlege mir was. Vielleicht durch... Ich muss nur mit ihm sprechen, vielleicht durch die Tür. Ja, der Erkrankte hat ein Bewusstsein... Das Bewusstsein verloren. Natürlich entwickelt sich die Krankheit unterschiedlich und er kann ihr länger standhalten als ihr Einfallspinsel. Aber sie werden nicht mit ihm sprechen können. Höchstens, wenn sie ihm ein gutes Antibiotikum verabreichen. Das bringt ihn vielleicht für eine Weile wieder zurück. Ja, das wäre eine Lösung, wenn auch nur zeitweilig. Das Opfer ist das Opfer ihres Unvermögens ist hinter dieser Tür, das Opfer ihres Missachtungen der ärztlichen Pflicht. Hören Sie auf zu kläffen wie ein Köter. Hier, ich habe das Allheilmittel, lassen Sie mich rein. Ich werde den Mann heilen. Es ist eine Frau. Und es steht eigentlich, wir brauchen ein Antibiotikum. Hier, das könnte ihm helfen, den morgigen Tag zu überleben. Pheromonidin. Ausgerechnet, Sie sprechen von Inkompetenz. Seien Sie bloß still. Wie oft kann ich das? Okay, speichern wir. Dann kurz Drogen. Was haben wir? Bittertabletten, Fero bekämpft. Geben Sie es dem Kranken. Es wird seine Schmerzen für eine Weile lindern. Ich gehe rein. Ich hätte das Allheilmittel nutzen können, aber... Da steht davon nichts drin. Gut, wir speichern kurz und reden mit dir. Was? Die Menschen sollten einander helfen. Daran glaube ich ganz fest. Gehen Sie selbst zugrunde, aber helfen Sie Ihren Kameraden. Reichen Sie heute Ihrem Nachbar die Hand und er wird Ihnen morgen eine Hand reichen. Und selbst wenn er sie Ihnen nicht reicht, was ist dann? Die Tugend des Gebens werden dazu beitragen, ihn zu besänftigen. So, fahren Sie bitte fort. Es ist ein wahres Vergnügen, hier solche Reden zu lauschen. Er weiß alles über Ihre Intrige. Klären Sie das. Seien Sie mir gegenüber nicht listig. Neulich hat der junge Vlad eine einfühlende Verwandlung durchlebt. Der strahlende Anblick mutige Worte, die edelsten Taten. All das spricht für ihn. Einst ein zynischer und blutrünstiger Mann und heute ein Held. Ich werde seinem Beispiel ebenfalls folgen. Das letzte geben? Ja, damit bin ich einverstanden. Das ist ein lobenswerter Beweggrund, Anna. Was wird das bei Ihnen bewirken? Sie haben auch schon eine Auszeichnung. Wie haben Sie das gemacht? Mit Ihren Tugenden? Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Wir nehmen das hier. Ich habe etwas, wonach Lara gefragt hat. Ein winziges Instrument zur Selbstverteidigung. Nein, danken Sie mir nicht. Ich habe es fast umsonst bekommen. Von der ehemaligen Herrin. Aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie Lara dieses Geschenk anonym überreichen, gebe ich Ihnen gerne das Wertvollste, was ich habe. Mein Allheilmittel. Wofür, Anna? Sind Sie wirklich eine so schonungslose Frau oder spielen Sie nur eine Rolle? Ich sag das hier. Wie bitte? Sie haben mich verwirrt. Was haben Sie vor? Lara braucht es zur Selbstverteidigung. Sie fürchtet sich vor Soldaten. Es muss ihr unbedingt heimlich gegeben werden, ohne unnötige Fragen zu stellen und ohne Namen zu nennen. Wofür die
Bescheidenheit diejenigen auszeichnet, die sich selbst verleugnen. Wenn sie Lara die Pistole geben, holen sie sich hier den Preis ab. Jetzt bedauere ich es nicht mehr, es herzugeben. Wie suspekt das alles klingt. Tja, sie sind nicht nur eine Heuchlerin, sondern eine Schwachsinnige. Nee. Also beleidigen wollen wir ja nicht. Das ist immerhin unsere jungfräuliche Angelegenheit. Ich habe tatsächlich beschlossen, endlich eine gute Tat zu vollbringen und damit sozusagen frühere Schandflecken auszulöschen. Und das ist der Dank. Sie wissen nicht einmal, mein Opfer zu würdigen. Ich habe Ihnen Allheilmittel versprochen. Das von Vlad. In Ordnung, geben Sie mir Ihre Miniatur. Ich übergebe sie Lara. Lassen Sie mich zuerst mit Lara sprechen und dies sogenannte Allheilmittel zur Hölle damit. Das ist eine andere Geschichte. Nee, wir sollen die Pistole annehmen. Ja. Gut, wir hatten genug Platz. Was steht da? Anna macht mit. Anna bittet darum, dass Lara eine leichte Pistole bekommt. Angeblich zur Selbstverteidigung und verspricht eine unschätzbare Entschädigung dafür. Was ich mich hier aber frage, ist hier anders. Doppelläufig alte Taschenpistole der Ringer? Sehr leicht. Einst sang ich an jedem Abend. Mhm. Sehr leicht, verfügt über geringe Feuerkraft. Der Griff ist für sehr kleine Hände gezeichnet, aber nicht jede Frau wird das als angenehm empfinden. Die Waffe der letzten Chance. Haben Sie seltsame Leute in Zirkuskleidung gesehen? Nein. Und das ist gut so. Gut, können wir jetzt jederzeit da reingehen? Ja. Okay. Und jetzt sollen wir auch noch ins zum Bienenstock gehen. Weil dort angeblich... Wow. Weil angeblich dort Burak zu finden ist. Okay, nichts Gutes, aber wir verkaufen mal so eins. Dann haben wir ein bisschen mehr Geld. Hier müssen wir immer noch aufpassen. Aufpassen. Sehr gut. Wir gehen den Weg entlang. Ich glaube, es ist zwar nicht das schnellste, aber ich glaube, es ist der sicherste und der, womit man nicht 600 Mal laden muss. Ist es hier? Weiß nicht, ob ich hier schon war. Nein, sonst hätte ich die Cracker gekauft. So einfach ist die Logik. Ich wollte gerade sagen, oh Scheiße, da ist ja jemand. So, dankeschön. Eine Scheißratte. Da ist auch eine Ratte. Überall Ratten. So. Gut, der hat nichts Spezielles dabei gehabt. Aber aus Sicherheitsgründen weggespeichert. Ich glaube, um diese Zeit sollte keine Kinder mehr in der Gegend rumlaufen. Also gehen wir schnell hier rein. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen schneller, wenn ich die Waffe weglege. Das kann ich nicht, weil beim Anders alles voll ist. Verkaufen wir das einfach. Kaufen dafür das. Perfekt. Wir haben ja dieses Kerosin nie verwendet. Wir könnten eigentlich hier entlang gehen. Ich glaube, das wäre dann ein bisschen schneller.
So. Gut, und es sind noch die Flammenwerfer, die die Ratten töten, oder? Gut. Waren wir hier schon? Ich glaube... Nein. Oh, meine Erschöpfung meldet sich wieder. Das ist aber nicht nett. Gut, Burg soll angeblich im oberen Bereich sein, da wo vorher die Würmer waren. Gut. Sollte ich eigentlich mit der Mutter Hüterin reden? Die hat mich eigentlich verraten. Sie sagte, wir könnten da reingehen. Ohne Probleme, ohne dass die Metzger uns etwas antun. Und was haben die Metzger gemacht? Uns angegriffen. Und da ist er auch schon. Aber wir werden das in der nächsten Folge machen. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.